Ihr seid ja so mitgegangen eben im Lobpreis. Der Lobpreis, fand ich, hat schon fast alles ausgesagt. Wer die Texte mal richtig gelesen hat, ich fühle mich ein bisschen zu Hall, ich kann mal da ein bisschen was runternehmen. Besser, danke. Und zwar, die Texte heute aus dem Lobpreis, die haben im Grunde genommen alles schon vorweggenommen. Aber ich will jetzt nicht einfach wieder runterlaufen, wir machen weiter Lobpreis. Aber der Lobpreis fand ich heute ein Schritt zum Thron hin, so wie wir es im ersten Lied auch gesungen haben. Und wenn ich mir nur die Überschrift angucke, die heute über meinem Thema steht, frei sein oder gefangen in Gedanken, da war eben im letzten Text bei Majestät, ich bin, wie deine Gnade mich fand und verändert bis in alle Ewigkeit. Die zwei Sätze, die singt man mal schnell runter und man sagt, wie fand eigentlich die Gnade von Gott mich? Eigentlich armselig, schuldvoll, im Grunde genommen als nichts. Aber die Gnade und die Auferstehungskraft, die wir danach gesungen haben, die hat mich frei gemacht. Und deshalb kam auch nachher nochmal ein Lied, die Freiheit. Und zwar verändert für alle Zeit. Das singt man so runter, welche Zeit ist da gemeint? Nicht nur jetzt, sondern auch die Ewigkeit. Nur, weil mich vorhin die Liedtexte nochmal so angesprochen haben, wollte ich es nochmal aufgreifen. Man macht sich das beim Singen gar nicht so oft bewusst. Frei sein oder gefangen in Gedanken passt da aber sehr gut dazu. Und wie oft sind wir eigentlich, egal wo wir sind, egal wer wir sind, in unsere Prägungen gefangen und schaffen es nur sehr schwer, aus alten Muster rauszukommen. Mit einem Kollegen war ich wie immer beim Sport, wir gehen öfters Sport machen, da waren wir Radfahren, eine lange Tour machen, da kommen wir so ins Erzählen rein und dann hat er mir gesagt, er wollte spontan mit seinen Schwiegereltern, wollte er in den Volkspark gehen. Hat die angerufen, hat gesagt, heute super Wetter, tolle Sache, kommt doch einfach mit. Und dann haben die gesagt, heute geht nicht. Wenn beim nächsten Mal 2 Tage vorher, dann hat er gesagt, das hat sich jetzt so ergeben. Und dann hat Schwiegermutter gesagt, heute ist Gartenarbeit dran, das geht nicht. Alle waren am Ende total traurig. Keiner hat sich getroffen. Großmutter, Großvater, Enkelchen und die Mutter und der Schwiegersohn haben sich dann nicht getroffen. Und die Frage ist immer, wenn man sagt, das ist jetzt nicht weiter schlimm, das passiert immer, aber die Frage ist doch immer, wäre das nicht möglich gewesen, diese Gartenarbeit einfach zu verschieben und einen schönen Tag zu erleben mit denen, die man liebt? Ich würde sagen, ja. Aber jetzt kommt das Schwierige, ich stecke ja nicht im Korsett des anderen. Und deshalb, das Resümee, dass jetzt jeder drunter gelitten hat, ist eigentlich total traurig. Und sie waren gefangen in Abläufen und ihren eigenen Vorstellungen. Und jetzt eine Frage an uns, an euch, an mich. Wie oft haben wir Vorstellungen von Dingen, Geschehnissen, Verhaltensweisen, haben Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Oftmals sind es Mängel aus der Kindheit oder der Jugend, die uns so stark geprägt haben oder auch fehlgeprägt haben. Und die Frage an mich, an euch und auch die, die heute zu Hause sind, an den Bildschirmen, sind wir eigentlich wirklich bereit, mit Jesus die neuen Wege zu gehen? Hören wir auf die Stimme von Gott, um was zu ändern, oder der sagt was und wir hören nicht hin? Wir machen es ganz anders. Das bedeutet nämlich tatsächlich im Umkehrschluss, ich muss oftmals Gewohnheiten, viele liebgewonnene Gewohnheiten einfach mal beiseite stellen und vielleicht komplett abändern. Und wo beginnt das? Hier oben in unserem Kopf. Meistens legen wir uns immer fest und sagen, das geht nicht, das kann ich nicht, das funktioniert nicht. Und wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, die Zeit mit den Jüngern, als Jesus die Jünger berufen hatte,
Freund von mir, der hat eine Predigt gehalten, wie viel Kilometer die Jünger eigentlich mit Jesus gelaufen sind. Da kamen teilweise 80, 100 Kilometer zusammen. Also die Jünger, die berufen wurden von Jesus, die sind nicht wie hier E-Scooter oder sowas, gelaufen zu Fuß, kein Auto, kein gar nichts, Fahrrad gab es noch nicht, wurde noch nicht erfunden. 100 Kilometer, 80 Kilometer mal 110 Kilometer von dem einen bis zum anderen Stelle. Die sind nicht nur völlig lange Wege, sondern teilweise andere Wege gelaufen. Das war nicht leicht. Jeder der 12, hat jemand Chosen schon mal geguckt? Das wurde hier schon so oft, also ich habe Chosen schon geguckt und ich finde es einfach schön an dieser Folgeserie, dass da ein bisschen die Charaktere von den Jüngern rauskommt. Also richtig zum Anfassen, was normal ist, dass wenn ich so meine Bibel aufschlage, sieht das immer so heilig aus. Und eigentlich waren die auch noch nicht heilig. Die waren auch zwischendrin nicht heilig. Die waren auch bis zum Schluss nicht heilig. Die haben alle ihr Fehler gehabt. Nur wenn sie in der Herrlichkeit standen und die Verbindung zu Jesus hatten, dann waren sie heilig, weil nur dann funktioniert das. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die 12, da hatte jeder eine andere Vorstellung, als Jesus gesagt hat, du gehst jetzt da mal mit mir. Wenn wir uns nur die Aussage, die Jesus dem Fischer Petrus gab, der wurde vorhin schon erwähnt, was Petrus alles gemacht hat. Aber angefangen hat es ja in Lukas 5,10 und dann sagt Jesus einfach zu Petrus, und von nun an wirst du Menschen fischen. Mal Hand aufs Herz. Glaubt irgendeiner, dass der Petrus tatsächlich gewusst hat, was jetzt auf ihn zukommt, was jetzt zu machen ist? Ich bin der Meinung, der hat von nichts eine Ahnung gehabt. Der hat 3 Jahre, musste er ja mitlaufen mit Jesus, um Stück für Stück zu lernen. Und eigentlich, ich gehe davon aus, jede neue Erfahrung mit ihm, mit Jesus, hat ihn wieder neu überfordert, an seine Grenzen gebracht. Und er wurde belehrt, zurechtgewiesen, bestimmt mal vor den Kopf gestoßen. Und dann, wenn man meint, er hätte es kapiert, verleugnet er Jesus. Also, ich fühle mich da ziemlich wohl, wenn ich sage, wenn Petrus dem das alles passiert ist, da bin ich ja in guter Hand. Und jetzt muss ich mir vor Augen nehmen, jeder, der hier sitzt, ich kenne jetzt nicht alle, vielleicht sitzt ja hier einer im Saal oder ist zu Hause an dem Bildschirm, der mich heute Morgen reden hört, sagt, der hat ja leicht reden. Ich kenne Jesus ja noch nicht einmal. Ich weiß gar nicht, von was du redest. Da komme ich ganz zum Schluss nochmal hin. Aber nehmen wir mal an, die meisten von hier wissen, von was ich rede. Ganz ehrlich, wer hat denn gedacht, als er sein Leben Jesus übergeben hat, wie es wird? Also ich bin jetzt seit 2003 bekennender Christ, richtig überzeugt. Ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Mein Opa war Pfarrer, mein Vater Gemeindediakon. Es ist nicht so, dass ich die Bibel, die kenne ich in- und auswendig, die haben wir 1000 Mal gelesen. Mein Vater hat mich oft auf die Seite genommen. Mein Junge, das ist so nicht richtig. Hab natürlich nicht immer gehört. Und 2003 habe ich gesagt, oh, das mit dem Fehler machen muss jetzt aufhören, ich will es richtig machen. Wenn mir aber damals einer gesagt hätte, so und so wird's, hätte ich nicht geglaubt. Wir lesen immer im 2. Korinther 5,17. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das kommt oft bei der Taufe. Ganz ehrlich, als ich getauft worden bin und der Spruch wurde über mich ausgesprochen, ich wusste nicht, was das heißt. Ich war weit davon entfernt, aber eigentlich hatte ich die Hoffnung, jawohl, mit der Taufe beginnt ein neues Leben. Und die Frage ist, haben wir uns das so vorgestellt? Haben wir tatsächlich diese Wege gemacht? Ich gehe davon aus, viele, die hier im Raum sitzen oder zu Hause am Bildschirm, wenn sie überlegen von ihrer Taufe und das Leben, das sie mit Jesus gegangen sind, sind die meisten wahrscheinlich nicht völlig geheilt worden. Irgendwelche Kränkungen, Verletzungen, Enttäuschungen, Krankheiten, ob sie alle wirklich total frei geworden sind, wage ich zu bezweifeln. Ich kenne ganz viele Leute hier im Raum und ich gehe davon aus, wir haben es uns anders vorgestellt. Wir haben gedacht, ich springe aus dem Wasser raus, bin getauft und alles ist gut. Und dann gucke ich mich um,
Ich bin gestern die Treppe runtergefallen, mir tut es immer noch. Meine Frau hat gebetet, es ist nicht weggegangen. Ich habe Prellung an der Hüfte und an den Rippen. Durchgeheiligt, der hätte jetzt gesagt, du, es war ein Angriff vom Teufel. Ich sage, Dummheit von mir, meiner Frau, meinem Sohn sage ich oft, wenn die Treppe auf und runter geht, das ist eine glitschige Treppe mit Socke, immer festhalten. Habe ich gestern nicht gemacht. Also, brauche ich nicht dem Teufel die Schuld geben, meine rutschige Socken waren es und ich habe die Hände zu voll gehabt und habe mich nicht festgehalten. Also, ich muss nicht immer dem Teufel die Schuld geben für Dinge, die mich betreffen. Aber warum ist das so? Warum sind wir noch nicht so weit? Der erste Grund wäre, wir sind in einem Prozess. Da er uns ja jeden Einzelnen zu einer Persönlichkeit gemacht hat, deshalb ist es bei dem einen, wenn wir drauf gucken, ein bisschen schneller oder angeblich bei dem anderen ein bisschen langsamer. Da ist es aber wichtig, ich will nicht vergleichen. Immer wenn ich mich mit irgendeinem vergleiche, komme ich immer schlecht weg. Warum? Das Sprichwort sagt, bei dem anderen sind die Wiesen grüner. Ich sehe immer nur das Gute, wenn ich mich dann mit den Leuten unterhalte, die Wiesen sind bei denen genauso wenig grün wie bei mir oder bei dem anderen. Jeder steckt da in seine eigene Blase drin und wenn man sich dann gut kennt, sieht man, oh, da kann ich immer fragen, willst du das tauschen? Dann sagt man, nee, ich will nur das Gute, aber das geht halt nicht. Das ist das Problem. Das Schlimme ist, alle diese Dinge, die fangen im Kopf an und sind schwer, schwer abzulegen. Und das ist auch der Grund, warum wir da nicht weiterkommen. Deshalb steht auch in Epheser 5,19, ermutigt einander durch Psalme, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt, so wie es heute Morgen war, wie ich in die Runde geguckt habe, da waren wir alle wie aufgeladen. Ich habe durch die Reihen geguckt, auch die, die am Anfang reinkamen und haben vielleicht noch im Alltag gesteckt, beim letzten Lied spätestens habe ich keine Mundwinkel mehr gesehen, die unten waren. Das ist einfach toll, weil ich sage, hey, ich bin da ein Stück hingekommen, ich habe mich anstecken lassen. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen, denn jeder hat auf seine Art eine schwere Zeit durchzumachen, weshalb Gemeinschaft auch so wichtig ist. Und deshalb an dieser Stelle, die, die jetzt zu Hause sind und die nicht fußkrank sind, die nicht krank sind, am nächsten Sonntag ist die Chance, da sind noch freie Plätze. Kommt doch einfach vorbei, das ist was ganz anderes, wenn ich hier drin den Gottesdienst erlebe oder am Bildschirm. Vielleicht, und da bin ich mir ziemlich sicher, hat Gott für jeden etwas parat. Ich habe zwei tolle Verse gefunden, die das mit dem Gehirn und meiner Krankheit oder den Schritten, die ich noch nicht gemacht habe, ein bisschen verdeutlichen. Die Sprüche 4:20-22, da heißt es, mein Sohn, höre gut zu und passe auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präge sie dir fest ein. Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Ich weiß nicht, wer das schon mal gelesen hat. Mir ist das aber aufgefallen, dachte ich, Moment, wenn das so ein Hinweis von Gott ist, der sagt, hör zu, dann soll ich das tun. Und wenn da unten drunter steht, die sind ein Schlüssel zu meinem Leben, nicht nur jetzt, sondern für die Ewigkeit und auch für meine Gesundheit, dann kann doch eigentlich nur die Lösung ein Satz weiterkommen. Als ich den Satz gelesen hatte, kamen mir unmittelbar die Worte Gnade und Liebe. Nur die machen frei, wenn ich nicht an meinen alten Verletzungen hängen bleiben möchte. Ich möchte das nachher noch mal ein bisschen praktisch machen, weil es ist vielleicht, hört sich das theoretisch an, und sagt, ja super, stimmt alles, was der jetzt aus der Bibel zitiert und das hört sich auch logisch an, aber wie mache ich das praktisch? Zeige ich. Und jetzt der weitergehende Spruch aus Sprüche 4,23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf dein Herz oder Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Je nachdem, welche Auslegung wir haben, je nachdem, welche Bibelstelle hier steht, bewahre dein Herz in der Hoffnung für alle, bewahre deine Gedanken. Und jetzt kommt's, meine Gedanken und mein Herz sind unmittelbar miteinander verknüpft. Ich mache ein Beispiel, wenn ich eine gescheiterte Ehe hinter mir habe, Geschwister hier am Gottesdienst etwas zu mir sagen, das mir überhaupt nicht passt, ich im Streit liegen, Menschen mich schlecht behandeln, und wenn wir uns dann neu begegnen,
möchte ich jetzt unverblümt sagen, das wird schon schwer, wenn einer mit mir jetzt blöd umgegangen ist und ich treffe ihn beim nächsten Mal wieder. Ich gehe davon aus, bei den meisten ist es auch so, wenn ich den wiedersehe, habe ich erstmal ein bisschen Furcht. Ich werde jetzt nicht, Blödsinn, die Verletzung von letzte Woche ist halb so schlimm, ich nehme ihn in den Arm. Wem geht es noch so? Also mir geht das zunächst nicht so, dass ich sage, jetzt gehe ich mit erhobenen Armen auf ihn zu. Jesus würde das gern von mir wollen, aber mein Inneres zwingt mich da weg. Und wie gehe ich damit um? Jetzt kommt's. In der Bibel steht genau drin, wie es zu gehen hat oder wie man das machen soll. Erneuert euer Denken mit der Überschrift Epheser 4, 23. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Hier steht, der nach dem betrügerischen Lüsten verdorben ist, aber erneuert euer Geist und eure Gesinnung. Also es kommt immer auf die Übersetzung an. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu den Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Das ist für mich eins der zentralen Themen, wo ich sage, wer hat nach der Taufe, um den roten Faden wieder aufzunehmen, die neue Kleider angezogen? Also ich weiß von mir, habe ich nicht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, die meisten haben gar nicht gewusst, was das heißt. Die neuen Kleider heißt, wenn ich ein Vaterunser bete, ich bekomme von Gott vergeben, wie ich auch meinem Nächsten vergeben. Also wenn ich mit Streit einem anderen begegne und kann denn tatsächlich eine Woche später nicht in den Arm nehmen und sage, Bruder, ich habe dir vergeben, wird mir Gott meine Verfehlungen jeden Tag auch nicht vergeben können. Es steht da drin. Nur wie ich meinem Nächsten vergebe, so kann er mir vergeben. Und wenn ich in dieser Haltung schon immer durch mein Leben gehe, ich bin verlassen worden, mein Mann oder meine Frau hatte mich verlassen, dem kann ich das nicht vergeben. Der hat mich so tief verletzt und tragt das mit mir rum. Wird Gott diese Baustelle, diese Krankheit der Seele und des Herzens nicht lösen können? Wir müssen uns davon freimachen. Der Baylis Corny hat in einer Predigt mal gesagt, er hat eine Frau gekannt, die hat über Jahrzehnte Kopfschmerzen gehabt und hat dann die Geschichte im Pastor erzählt und hat gesagt, das und das, da komme ich nicht drüber weg. Und dann hat der Baylis Corny ihr gesagt, wenn du nicht vergibst, wird es nicht weggehen. Und dann hat er sie animiert und sie hat dann tatsächlich echt losgelassen. Und als sie losgelassen hatte, am nächsten Tag, waren über 20 Jahre Kopfschmerz wie weggeblasen. Und somit stimmen auch die Sprüche wieder. Wenn ich meine Gedanken und mein Herz verhärte, die nicht frei mache, dann werde ich krank, körperlich krank. Und hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit und hat eine Auswirkung auf jetzt. Wenn wir Statistiken betrachten, steigen die psychischen Krankheiten in der Gesellschaft massiv an. Bei Kindern und auch bei Jugendlichen. Ich persönlich auf meiner Arbeit, wenn man mich fragt, wie oft wir Einweisungen haben, wir haben am Abend oft bis zu 3 Einweisungen in die Psychiatrie, die bei mir so auflaufen, wo ich da mitbekomme. Meistens sind es dieselben. Und oftmals, wenn ich mit den Leuten aus irgendeinem Grund mal in Kontakt trete, die rufen aus der Psychiatrie auch bei mir an und dann rede ich mit denen. Einige sind völlig durch, andere erzählen dann von ihrem Leben, warum sie da reingekommen sind. Und wie vorhin der Daniel so schön gesagt hat, hier drin ist mindestens einer oder auch zwei, der sich jetzt vielleicht heute mal sagt, ich muss mich hinlegen, ich möchte nicht alles unter Kontrolle haben. Ich muss Gott wirken lassen bei mir. Alte Verletzungen auf die Seite legen und die nicht wieder hochnehmen. Und wegen den Krankheiten und psychischen Angriffen, die wir als Gesellschaft unterlegen sind, möchte ich an dieser Stelle eine Werbepause machen. So will ich das jetzt mal nennen. Da gibt es eine schöne Dokumentation auf Netflix, die heißt Das Dilemma mit den sozialen Medien. Jeder, ich weiß nicht, wer hat ein Handy? Also ich habe eins. Wenn ich jetzt auf den Bildschirm gucke, da kann man hin und nachgucken, wie viel
Zeit verbringe ich mit dem Handy am Bildschirm? Ich will es gar nicht wissen. Vielleicht erschrecke ich dann. Also, wenn man gegen 6 Stunden geht auf dem Handy, Bildschirmzeit, jeden Tag 6 Stunden, sollte man sich Gedanken machen, was ich eigentlich den ganzen Tag mache. Wenn ich sage, ich gehe 8 Stunden schlafen, ich gehe 8 Stunden arbeiten, ja, und dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Das heißt, die Kontakte mit anderen Menschen reduziert sich auf null. Und wenn wir uns, also ich möchte diese Dokumentation, wer jetzt kein Netflix hat, sagt Bescheid, dann treffen wir uns bei uns zu Hause und machen mal einen Fernsehabend oder machen das in der Gemeinde. Für mich ganz wichtig, die Frage, die Endzeit ist ja schon da. Wie viel Zeit kriegen wir geraubt von Dingen, die total unwichtig sind? Gestern ist meine Frau und ich nach Neustadt gefahren, um Raphael abzuholen vom Bahnhof. Da kommen uns zwei mit so einem normalen Tretroller entgegen. Zunächst habe ich gedacht, oh, zwei junge Mädchen, das erste Mal auf der Straße. Sonst sieht man die Kinder meistens nur am Fernseher, vor dem Playstation oder sonst was. Aber die haben sich echt draußen bewegt, es war super. Und die eine hält an, zieht sofort ihr Handy raus, macht klick, klick, wahrscheinlich Snapchat oder irgend sowas. Die schicken jeden Tag Snapchat, Videos, Facebook, Twitter. Und wehe, es klingelt am Handy und ich gehe da nicht dran. Die Leute sind völlig verbohrt. Auf der Arbeit habe ich mit einer Kollegin auch, die scrollt von oben nach unten. Ich will die Bildschirmzeit, wenn die zu Hause ist, will ich gar nicht wissen. Aber die vereinsamen. Mein Sohn erzählt mir, er kommt in die Schule und da sitzen die 5 Klässler in Reihe und Glied nebeneinander und niemand redet miteinander. Alle gucken aufs Handy. Niemand sagt irgendwas. Vor der Schule alle, obwohl die 5 Klässler eigentlich gar kein Handy benutzen dürfen, die machen es dennoch. Und ich lese immer morgens, wenn ich Frühdienst habe, lese ich die Rapporte von allem möglichen Diebstahl und allem anderen. Und dann lese ich, ein 5-Klässler hier in der Stadt hat ein Handy gestohlen bekommen. Ich war der Meinung, ein 5-Klässler, meinem Sohn habe ich ein billiges Smartphone gegeben, in Anführungszeichen, damit er telefonieren kann, kann auch mal schreiben und gut. Der 5-Klässler hat ein Apple 12 gehabt und das ist ihm in der Turnhalle gestohlen worden. Ich weiß nicht, ob ihr eine Preisvorstellung von Apple 12 habt, aber es liegt ungefähr bei 1000 Euro plus, zumindest zur damaligen Zeit. Ich war erschüttert, was ein 5-Klässler mit so einem Handy macht. Mit dem Handy hätte man heute auf den Mond fliegen können, zur damaligen Zeit 69. Ja, völlig. Also, will da nicht länger drauf rumreiten, wenn ihr Zeit und Lust habt und habt das gelesen und gesehen, was da an dem Bildschirm das Dilemma mit den sozialen Medien, was euch da präsentiert wird, das sind die Entwickler, die das hergestellt haben, die erklären euch tatsächlich, was sie mit den Programmen wollen und was sie gemacht haben. Das sind alles Aussteiger, die gesagt haben, ich kann damit nicht mehr leben. Viele waren selbstsüchtig. Also die Entwickler von Facebook, Twitter und allem Snapchat, guckt euch mal an, was die über ihre eigenen Programme sagen. Jetzt gehen wir wieder zurück. Und die Frage, warum kann ich mich von meinen alten Dingen nicht befreien, loswerden? Oftmals bin ich darüber traurig. Wenn ich mit meiner Frau Streit gehabt habe, bin ich natürlich darüber traurig. Und wenn ich nicht aufpasse und meine Frau nicht aufpasst, holt man es raus und schmiert es dem anderen wieder aufs Brot. Ganz schlechte Eigenschaft. Muss ich mich an meiner Nase packen? Machen wir nicht, soll man nicht machen. Und immer, wenn ich in diesem Tal drin stecke, fragt man, was mache ich eigentlich? Gott sagt genau, wie es geht. Er sagt zuallererst, danke Gott für diesen Umstand. Klingt völlig bescheuert, ich weiß. Ich bin im tiefen Tal, mir geht's echt beschissen. Mein Mann hat mich verlassen, meine Frau hat mich verlassen, eigentlich ist die Welt zusammengebrochen, mein Freund hat mich verlassen, ich bin wieder vom Chef zusammengeschissen worden. Und jetzt sagt der da oben auf der Bühne, dankt für diesen Umstand, der hat auch nicht mehr alle Latten am Zaun. Stimmt. Aber Gott reagiert völlig anders wie wir. Wer kommt denn auf die Idee, seinen Sohn zu opfern, damit ich frei bin? Das kann man schon gar nicht verstehen. Und genauso verhält sich's in der Bibel mit vielen Textstellen. Wir können die nicht verstehen. Es hat eine andere geistige Welt. Danke Gott für diesen Umstand, das steht in Thessalonicher 5,18. Und vertraue darauf, dass der es zulässt, um dich weiterzubringen. Gott macht keine Fehler. In Philipper 1,6, das finde ich immer sehr spannend. Ich bin ganz sicher,
oder zuversichtlich, dass er, also Gott, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es zu Ende führen oder vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus kommt oder ich sterbe. Also wenn das eine Zusage ist und ich daran festhalten soll, weiß ich, dass alle Umstände, die mich betreffen, von Gott zugelassen sind. Hiob hat er jede schon bestimmt mal gelesen, ist ein zähes Ding, ich habe es versucht. Mittendrin habe ich wieder abgebrochen. Also Hiob mit dem Wechsel von den Freunden und so, schwerer Tobak, aber gut. Am Ende ist es aber mal so, ich muss mich damit auseinandersetzen, mit meinen alten Verletzungen tief graben, mal rausholen, angucken, abgeben ans Kreuz und dann immer holen. Jetzt, das nenne ich immer, der da oben hat leicht reden, ich nenne es immer Aberglauben. Aber der andere, aber es kommt doch wieder hoch. Immer wenn ich eine Zusage von Gott für mich verbuchen könnte, habe ich eine super geile Idee, warum das nicht zutrifft. Und deshalb Aberglaube. Immer, ich kann Gott gar nicht die Ehre geben. Es kann bei mir nichts nutzen, weil ich es ihm nicht zulasse. Ich sage immer, aber der andere, der hat mich doch verletzt. Das kann ich doch so nicht lassen. Bin ich verbittert? Reagiere ich mit Ablehnung? Bin ich sauer? Hat mich mein Chef in den früheren Jahren irgendwann richtig hart rangenommen? Und eigentlich sage ich denn, wenn der mir nochmal begegnet. So, das sind Dinge, die schleppe ich bis heute mit. Und meine Frau und ich gucken gelegentlich Reinhard Hitler. Und er hat mal ganz einfach nachvollziehbar für mich erklärt, wir sind verantwortlich, was wir mit unserem Herzen draus machen. Das heißt nicht, dass wenn meine Frau böse zu mir wäre oder mein Sohn frech, dass das gut ist. Böse ist böse, frech ist frech. Braucht man nicht drüber diskutieren. Gott will das auch nicht, dass wir so miteinander umgehen. Wenn irgendeiner aus der Gemeinde irgendwas gegen mich hat und pfeift mich an oder tut mich beleidigen oder sonst was, dass das nicht gut ist, will ich nicht schönreden. Das ist nicht gut. Die Frage ist nur, ob ich es aufnehme, lass es bei mir im Herzen und verbittert mich. Und immer wenn ich dann sehe, kommt der Groll hoch und ich kann es nicht ablegen. Das macht krank und das wirkt bis in die Ewigkeiten. Das hat der Reinhard Hitler eigentlich ganz toll erklärt. Er war nachts wach geworden und hatte eine Vision. Und er sah, dass sein Leben am Ende war und war vor dem Thron Gottes, wo jeder von uns hinkommt. Jeder muss vor den höchsten Richter, vor Gott reden, muss sagen, also mir wäre es ganz recht, das sage ich meiner Frau immer, wenn er sagt, gut gemacht, mein treuer Knecht, das wäre ganz super, aber ich bin mir zwischendrin nicht immer ganz so sicher, ob ich immer alles so richtig mache. Meistens mache ich es ja nicht richtig und morgens muss ich schon sagen, oh, das war nichts, das war gar nichts. Ich muss jeden Tag um Vergebung bitten. Aber Jesus hatte den Reinhard Hitler vor dem Thron Gottes etwas gefragt. Das hat mich total hellhörig gemacht. Jesus fragte Reinhard Hitler, was hast du mit deinem Herzen gemacht? Und der Reinhard Hitler antwortete Jesus, aber die anderen haben mich verletzt. Und die Antwort von Jesus war für den Reinhard Hitler, das muss dich nicht kümmern. Die anderen frage ich auch, was sie gemacht haben. Aber was hast du mit deinem Herzen angestellt? Ist es so rein? Also Jesus hat für mich sein Leben gegeben und will auch, dass ich frei werde. Und ich halte die Sachen weg. Und jetzt käme ich zum zweiten Punkt des Aberglaubens. Dann sagt man, aber das kommt immer wieder hoch. Ganz klar. Wenn ich es bewege, wenn ich immer wieder drüber nachdenke, kommt es hoch. Und es verletzt mich. Die Wunden im Herzen, die können nicht vernarben, können nicht überwachsen. Jesus würde das gern machen, aber ich bleibe stecken in meinen alten Mustern. Da hat der Baylis Cornley einen ganz tollen Vergleich gemacht. Er hat gesagt, immer wenn einer zu mir kommt von meinen Geschwistern und sagt, aber Baylis, das kommt hoch, ich kann dem nicht vergeben, dann hat er gesagt, du machst es, wie wenn du in einem Glockenturm stehst. Wenn du an einem Glockenturm stehst und ziehst an dem Seil, klingelt die Glocke. Das sind die Schmerzen.
Solange du dran ziehst, hört es nicht auf. Wenn du dran ziehst, lässt es los, dann stimmt das. Die Glocken hören langsam auf und irgendwann klingen sie nicht mehr. Aber sobald du wieder hingreifst und ziehst dran, kommen die wieder hoch. Finde ich ein fantastisches Beispiel, wie ich mit vergangenem Schmerz umgehen soll. Und ich bin jetzt heute hier oben und möchte euch einfach auffordern. Ich bin verantwortlich für mein Herz. Ist das Herz krank, leidet die Seele und macht den Körper in allen Facetten kaputt. Ich möchte uns motivieren. Hat vorhin so schön der Daniel gesagt. Wir legen uns hin, wir geben mal alles ab. Alles ab. Und wir nehmen es nicht mehr mit. Heute ist der Tag, wo wir alles ablegen können. Warum müssen wir warten bis morgen? Und ich kann es nicht für euch machen. Meine Frau und ich haben uns darüber schon länger unterhalten. Wir haben es schon gemacht. Wir haben versucht, alte Gewohnheiten abzulegen. Wir hatten jetzt Urlaub und haben ganz viel darüber gesprochen. Und ich möchte euch und mich ermutigen, alles, was wir jetzt noch in unserer Seele vergraben haben, tief unten, ganz fest, wo wir keinem zeigen. Wir holen es raus. Wir zeigen es heute Gott. Wir zeigen es Jesus. Sag, nimm es mir doch weg. Ich will es gar nicht behalten. Sonst werden wir nicht frei. Und jetzt hat es auch einen Sinn. Die Überschrift, frei sein oder gefangen in Gedanken. Wenn ich diese Gedanken aus meinem Herz nicht rausnehme und gebe sie ab, bleibe ich ewig drin stecken. Gott kann mir nicht helfen. Er hat mir gesagt, wie es geht und ich mache nicht mit. Er klopft an, ich mache auf, gucke ihn an und sage, ich bleibe aber gern so, wie ich bin. Dann muss ich den Schmerz mittragen. Wir nehmen eigentlich praktisch das Geschenk von Jesus nicht an und im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie wir den anderen vergeben. Haben wir gar nicht gemacht. Wir holen es jeden Tag hoch und sagen, ey, wenn wir bleiben, und zwar im Johannes 8, 31, 32, wenn wir bleiben werden an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir haben vorhin gesungen, wir werden frei. Wir werden nur frei, wenn wir wirklich alles abgeben, nichts verstauen, nichts vergraben, nichts ohne drunter lassen. Und die alten Verletzungen, ob mich mein Papa missbraucht, meine Mutter missachtet, in der Schule gemobbt, der Nachbar schlecht über mich redet, meine Geschwister mich nicht angucken, obwohl ich es gern will, ich ein Gebet brauche oder, und habe das alles nicht bekommen. Nimm's und schmeiß es weg, mach's neu. Das sind die Gedanken in deinem Kopf. Das sind Erlebtes oder Gesagtes über einen. Und jetzt ganz kurz. Wer hier drin ist ein Kind Gottes? Ich. Wenn ich ein Kind Gottes bin, habe ich mit dem alten Kram eigentlich nichts zu tun, null. Weil ein Kind Gottes ist durch Gnade gerecht geworden. Wenn ich aber das andere hole, gehe ich aus dieser Gnade von Jesus raus und das Geschenk von Jesus war unnötig, weil ich mich dauernd neben ihm bewege. Er nimmt mich an der Hand, sagt, geh mit mir und ich renne dauernd weg. Und ich bin überzeugt, wenn wir die neuen Kleider anziehen würden, die Jesus für mich, mein Retter, bereithält, dann funktioniert das. Und vielleicht ist heute irgendjemand hier im Raum oder zu Hause, der weiß gar nicht, wer Jesus ist. Der Daniel hat das vorhin so schön gesagt. Jesus ist mein Retter für jetzt und der Ewigkeit. Wenn es jetzt nicht ganz rund läuft, ich bin jetzt knapp über 50, vielleicht, wenn es gut läuft, weiß ich nicht. Viele meiner Kollegen sterben nach der Pension recht früh. Ich hoffe, dass mir das nicht passiert. Habe ich noch 30 Jahre. Wenn ich zurückdenke, wie schnell die 30 Jahre rumgegangen sind, die ich jetzt hinter mir habe, die letzten 30 Jahre, das geht ganz schön schnell. Und dann stehe ich vor meinem Schöpfer und der sagt, Michael, was hast du mit deinem Herz gemacht? Und eigentlich will ich gern das andere haben. Gut gemacht.
Und ich glaube und ich bin völlig überzeugt, heute heilt Gott immer noch. Und diese Schmerzen, die jetzt so tief verankert sind, die, wer Lust hat, ich biete es ja nur an, so wie wir es früher gemacht haben. Wer will, kommt nach vorne und wir beten miteinander. Einfach vorkommen und miteinander beten. Das ist der erste Schritt. Und der Rest, so wie es der Daniel gesagt hat, leg dich hin und lass es Gott machen. Hab's nicht selbst im Griff. Hat keinen Sinn. Du kannst es nicht machen. Wer, meine Frau und ich unterhalten uns öfters, wer eine Ehe eingeht und meint, man kann den Ehepartner verändern, ist auf einem dicken Holzweg. Das erste Gebet in einer Ehe heißt, Herr, verändere mich. Weil den anderen kriege ich nicht verändert. Und ich möchte euch jetzt auffordern, ermutigen, ermuntern, wenn ihr noch irgendwo was Verstecktes habt. Jetzt ist der Tag, kommt doch nach vorne, wir wollen für euch beten. Und bevor wir vorkommen, möchte ich über die ganze Gemeinde und auch über die, die jetzt am Fernsehen sind oder am Livestream, noch den Segen aussprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir, und das ist Zusatz von mir, einen innigen Frieden. Amen. Wie gesagt, wer will, dass für ihn gebetet wird,